Ich grüße Sie, liebe Zuschauer, zum jetzigen JFD Live Trading TV am Nachmittag und hier nochmal mit Blick auf die US-Märkte, die hier wieder ordentlich unter die Räder kommen. Wir haben hier sowohl im Technologiebereich als auch bei den großen Standardwerten hier immense Abschläge, auch DAX unter 10.000, unter 11.000 Punkte schon zurückgesagt. Ganz kurzer Blick mal hier auf den Index. Wichtiges Zone erreicht hier, kurz der Tagesschart, kritisch, kritisch. Wurde heute Morgen schon fast schon favorisiert. Wenn wir hier hinlaufen, wird es sehr, sehr spannend. Hier jetzt eventuelle Reaktionen im Sinne eines Harmonie-Patterns. Das werden wir morgen mal auswerten, Schrägstrich spätestens am Freitag. DAX auf jeden Fall gehörig unter Druck und genauso eben hier der S&P, den wir uns jetzt mal hier genauer anschauen. Denn wir sehen hier im Stundenchartintervall, dass gestern hier wenig Glück oder Stabilisierung im Bereich 2085 erfolgte. Wir hatten zwar dann hier nach dem Ausverkauf eine leichte Erholung zum Abend hin, mit der Tendenz, sich über 2085 zu festigen. Aber dann gab es hier in Asien wieder einen obendrauf, was dazu führte eben, dass hier im Sinne der Yuan-Abwertung der Markt hier ordentlich nach unten korrigierte. Und ergo hatten wir hier eine starke Abwärtsbewegung, die aktuell noch läuft und auch wohl noch nicht zu Ende sein dürfte. Was hier noch überdies sehr, sehr interessant ist, dass der Markt hier diese nächste Unterstützung jetzt anpeilen könnte im Laufe des aktuellen Aktionismus, möchte ich fast schon sagen. Wir haben hier die Situation, dass der Markt diese Supportzone um 2048 hier zuletzt schon immer wieder in den Fokus nahm. Und darauf wird es jetzt hier auch im Intraday-Bereich ankommen. Entweder heute oder morgen hier ein ganz, ganz signifikantes oder ein ganz, ganz signifikantes Level, hier einen möglichen Halt zu finden. Das kann auch direkt hier runtergehen, gar keine Frage. Aber hier sollte sich der Index kurzweilig stabilisieren können, um dann gegebenenfalls den nächsten Super-GAU nach unten zu starten. Denn faktisch sieht es so aus, als würde hier größeres Ungemach bevorstehen. Und das könnte sich, da schauen wir gleich auf den Tagesschart, auch hier noch deutlich nach unten entfalten. Pullbacks in Richtung 2067 erscheinen mir jetzt, wenn sie denn überhaupt kommen, auch verkaufenswert. Der Index hier mit absoluter Schieflage, die Montagserholung, die Montagseuphorie ist komplett vom Tisch. Mit der gestrigen Schwäche fing das an, schon hier kritischer zu werden. Jetzt mal kurz auf den großen Chart. Level 2039. Es folgt nachher noch eine größere Big Picture Analyse zum S&P 500 Index mit der 7-Jahres-Zyklus-Analyse und dem großen Aufwärtstrend im Monatschartintervall seit 2012. Hier aber jetzt mal das kleinere Bild im Wochenchart. Hier die große Range seit März 2005 ohne wirkliche Aufwärtsimpulse. Obgleich hier immer wieder mal ein Höchststand markiert wurde, gelang es dem Index nicht nachhaltig nach oben aufzudrehen. Wir haben hier schon eine seit über einem Jahr, weit über einem Jahr vorherrschende negative Divergenz. Das sehen Sie hier an dieser dicken Linie, die ich jetzt gerade hervorhebe. Wir haben auch eine kurzfristigere Divergenz seit Ende 2012. Negative Divergenzen, ganz klar. Und faktisch ist, wenn wir hier jetzt neues Tief machen unter dem Märztief von 2039 Punkte, dann ist der Startschuss frei, meine lieben Zuschauer, für einen Rücklauf bis in den Bereich 1870, 1850 Punkte. Diese blaue Linie hatten wir schon vor längerer Zeit hier skizziert. Und die ist jetzt aktueller denn je. Ohne neues Allzeithoch dürfte der Index hier nach unten wegklappen, buchstäblich. Das Ganze wird auch begünstigt durch eine entsprechende Saisonalität, die ja insbesondere im September ihre Wirkung entfalten dürfte. Also hier sind wirklich die Gewitterwolken am Horizont aufgezogen. Und das sieht gar nicht gut aus. Das, was jetzt dann praktisch China mit der Yuan-Abwertung vollzogen hat, könnte sich hier noch richtig auswirken. Vielleicht ist das die Startindikation für eine größere Korrektur. Das Seitwärtsgeschiebe hier auf hohem Niveau scheint sich aber, wie gesagt, jetzt nach unten auflösen zu wollen. Es gelang dem Index nicht, hier signifikant neue Verlaufshochs zu machen. Und insofern darf man wohl davon ausgehen, dass jetzt hier eine größere Abwärtsbewegung bevorstehen könnte. Hier im Tagesschart, Level um 2048, untergeordneter Natur. Wenn man die Tagesschlusspreise anschaut, dann ist nämlich hier vielmehr das Level von 2044 von Interesse und speziell eben hier das Märztief 2039. Da wird es spannend. Da könnte es aufgrund des aktuellen Momentums, aufgrund der aktuellen Dynamik durchaus direkt hingehen. Hier dann, wie gesagt, abwarten, was passiert. Wenn der Index sich hier nicht fängt, dann dürfte es hier relativ schnell weiter abwärts gehen. Und das wäre dann hier definitiv ein mittelfristiges Verkaufssignal. Die große Top-Bildung hier oben, die wie gesagt schon seit einiger Zeit vorherrscht, hätte sich dann negativ aufgelöst auf der Südseite. Die Bären wären dann hier vollen Mutes sozusagen den Index hier weiter nach unten zu prügeln. Und außer korrektiven Erholungsbewegungen sehe ich aktuell hier nicht mehr Chancen, dass der Markt hier noch großartig, ja,
Auftrieb erfahren können. Mir fehlen aktuell die Indikationen, Zinsanhebung hin oder her. Wenn die dann natürlich noch kommt, dann sieht es eher so aus, dass der Markt hier sicherlich nochmal einen obendrauf kriegt, egal wann diese kommt. Dass das Thema schon weitestgehend durchgekaut ist, dürfte ja eigentlich klar sein. Ich wünsche jetzt erstmal an dieser Stelle noch einen erfolgreichen Handelstag. Sie dürfen sich noch auf zwei Beiträge freuen. Einerseits den S&P 500 im Big Picture mit großer Beschau und dann nochmal der Euro gegenüber dem chinesischen Yuan. Nehmen wir hier exklusiv nochmal auf dem JFD-Desktop unter die Lupe. Ich sage erstmal danke fürs Dabeisein. Liebe Zuschauer, wünsche Ihnen jetzt noch ein erfolgreiches Händchen. Wenn Sie auf der Short-Seite stehen, dann Gratulation. Ansonsten haben Sie sicherlich Stops genutzt, um sich hier vor größeren Schieflagen zu bewahren. Ich sage erstmal danke fürs Dabeisein. Wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder. Beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.